Lisha macht ihren Fans in diesem Sommer ganz schön zu schaffen. Denn die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin zeigt sich im August so dünn wie nie. Auf zwei Spiegel-Selfies sind die rund 16 Kilo Unterschied gut zu erkennen. Lishas Fans reagieren darauf mit Sorgen. Und auch ihre Freunde melden sich offenbar bei ihr, wie sie damals erzählt. Jetzt ist auch gut. Wenn Freunde mir sagen, ich werde langsam zu dünn, weiß ich, dass es ernst ist. Jetzt verrät die Influencerin, dass ihre Ernährung schon immer ein schwieriges Thema ist. Vor allem als Jugendliche leidet sie demnach unter krankhaftem Essverhalten. Ich hatte tatsächlich schon mal eine Essstörung. Da war ich aber 12 oder 13. Ich war immer irgendwie der Meinung, ich bin nicht dünn genug und habe mir den Finger in den Hals gesteckt, wenn wir gegessen haben. Es sei ein Thema, das man nie ganz überwinde, fügt Lisha hinzu. Gut also, dass Freunde und Fans ein Auge auf sie haben.